Schlag von Piton, also von dem Tauchgebiet von dem Jacques Cousteau nach Antigua, Falmouth Harbor, gute 50 Seemeilen, ja, wir sind bereits schon 4.30 Uhr gestartet, leider ist der Wind noch nicht uns so gut gesonnen, wir haben nur 8 Knoten Wind, aber eine ganz ordentliche Welle von der Seite, es stehen noch gut 10 Stunden vor uns, hoffen wir das Beste. So, Nelson Deck gehabt. Thank you. So, eben hat uns gerade ein kleines Starkregengebiet überquert. Ich bin noch ganz feucht überall. Und bisher war eigentlich die Tour relativ gut. Wir haben 20 Knoten gehabt. Aber mit dem Starkregengebiet hat urplötzlich der Wind abgenommen. Es sind nur noch 12 Knoten Wind. Und wir dümpeln so mit 3,5 bis 4 Knoten vorwärts. Aber ich hoffe, dass der Wind wieder einsetzt. Zumindest sieht das so aus. Lassen wir uns überraschen. Aber es sind noch gute 27 Seemeilen. So, English Harbor von oben. Liegen ein paar kleine Bütchen. Ich bin noch dabei, mir eins auszusuchen. Aber ich glaube, das ist nichts für mich. Hier habe ich mir das Boot angeschaut. Erst muss ich mal. English Harbor von der Seite. Die kleinen Yachten. Das ist die Einfahrt im September letzten Jahres, wo wir alleine lagen. Diesmal richtig viele Schiffe. Tja, da geht's in English Harbor. Heute 29.01. St. Pierre, heute Morgen den Obstmarkt besucht, wieder frische Früchte eingekauft. Erstmalig habe ich leider Pech gehabt, ich habe keinen Thunfisch bekommen. Es war auch nur ein Fischhändler da. Vielleicht haben sie nichts gefangen, wer weiß, ist nicht schlimm. Ich denke, es gibt Schlimmeres im Leben. So, und dann, jetzt legen wir ungefähr 10 ab. In Richtung Fort de France, Methan, 15 Seemeilen, 3 Stunden. Wir werden wieder mal Glück haben, kaum Wind. Es ist schon die ganze Zeit nicht sehr windig und wir werden mal gucken, Hauptsegel setzen und uns einfach dahin dümpeln lassen, sodass wir irgendwo gegen zwischen 13 und 14 Uhr dann ankommen. Und dann schauen wir, ob wir Fort de France oder Methan, wo es voller oder leerer ist, mal gucken. Jo, schönes Wochenende. So, wir ziehen das Ding hinterher, weil nach Fort de France oder Methan ist es nicht allzu weit und ich will keinen Wind erwarten in der Montpellier. Wie immer in Wolken, unten drunter St. Pierre und ja, wir motoren, weil
sonst kommen wir nicht vorwärts. So, zwischenzeitlich in St. Pierre, Martinique angekommen um 10 Uhr. Wir sind ja gestern um 17.45 Uhr gestartet, also rund 10 Stunden und 15 Minuten für 75 Seemeilen. Wind war leider nicht besonders gut. Wir hatten 7 bis 10, manchmal 12 Knoten aus 60 Grad auf die Nase also, und wir dümpelten so vor uns hin. War kein schöner Trip. Und am Schluss hat es dann noch geregnet. Naja, es kann noch besser werden. Die nächsten Tage geht es weiter und dann schauen wir einfach mal. So, heute mal wieder ein kleines Lagerfeuer in Les de Anse de Allee. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wir machen natürlich nicht nur Lagerfeuer, sondern wir grillen uns auch entsprechend was. Ich konnte heute wieder mal glücklicherweise ein paar Salchicha organisieren und Rinderpads. Und ja, dann lassen wir es heute gut gehen und genießen den tollen Sonnenuntergang. Sven und ich werden in Zukunft getrennte Wege gehen, und das heißt, dass ich hier in Deutschland bin und er wird aber weiter auf der Merlus sein. Das heißt, du bekommst jetzt hier auch weiter Videos und alles, und er wird auch weiterhin Videos abdrehen von seiner Reise und ja, von den ganzen Sachen, die er eben so auf dem Segelboot erlebt.